In diesem Lernfilm erhältst du einen kurzen Überblick über Keynote. Wenn du die App startest, so kommst du in die Übersicht. Du siehst, ich habe schon ganz viele Präsentationen erstellt und mit einem Tipp auf Präsentation erstellen siehst du die sogenannten Themen, also das Design der künftigen Präsentation. Je nach Verwendungszweck hast du hier recht opulent gestaltete Vorlagen. Wir nehmen jetzt aber ein schlichtes Weiß. Machen wir mal eine Präsentation zum Zoo. In der ersten Folie schreiben wir gleich den Titel. Der untere Platzhalter, da könnten wir einen Untertitel setzen, den löschen wir aber und beginnen gleich mit der nächsten Folie. Mit einem Tipp auf dieses Plus unten links wird eine neue Folie vorbereitet. Und zwar hast du hier wiederum verschiedene Layouts, also Designs, mit denen eben der Inhalt ausgerichtet wird. Zunächst einmal eine etwas textbasierte Folie, ein Titel und darunter eine Aufzählungsliste. Mit einem Doppeltipp kannst du den Titel schreiben und mit dem Doppeltipp darunter kannst du mit den Fakten beginnen. So, das hätten wir. Diese Folie ist vielleicht jetzt ein bisschen gar nüchtern. Wir könnten noch ein Bild hinzufügen, lassen wir aber mal. Wir nehmen erneut eine Folie, diesmal mit einem etwas anderen Design. Jetzt geht es um Bilder. Ich bevorzuge prinzipiell immer nur ein Bild auf der Folie, damit es wirklich zur Geltung kommt. Aber für Demonstrationszwecke mache ich da mal eine Ausnahme und wähle dieses Layout. Immer unten rechts hat es so ein Plus. Wenn du darauf tippst, kommst du zur Fotoauswahl und du kannst aus deinen Aufnahmen ein Bild auswählen. In diesem Fall habe ich die selber gemacht, könnte natürlich aber auch Bilder aus dem Internet sein. Wenn du jetzt noch eine Bildunterschrift brauchen solltest, so fügst du ein neues Element über diese Plus-Taste hinzu. Du hast die Möglichkeit zwischen Tabellen, Grafiken, Objekten und hier gehört eben auch der Text dazu. Nun, dieser Text ist etwas gar groß, nur für die Bildquelle, deshalb wähle ich es aus. Und über dieses Pinselsymbol kann ich jetzt die Größe ändern, indem ich nämlich auf Text klicke und hier die Schriftgröße anpasse. Voilà, genauso die Farbe, die Schriftart und so weiter, da bist du völlig frei. Hier hast du den Absatz, die Ausrichtung, zentriert oder rechts-linksbündig, kursiv gedruckt oder fett. Und hier hast du verschiedene Stile für den Rahmen des Textes. Ja, das überlasse ich letztlich dir, wie du das gestaltest. Genauso kannst du für die Bilder Stile wählen. Allerdings musst du hier aufpassen, dass du nicht Wildwuchs betreibst. Ich bevorzuge möglichst schlichte Bildanordnungen. Es soll ja letztlich nicht vom Inhalt ablenken. Auch hier wieder, der Vollständigkeit halber, wählen wir diesen Effekt, der so aussieht wie ein dahingeworfenes Foto. Dafür machen wir es konsequent überall gleich. Man sollte verschiedene Effekte nicht miteinander mischen. Ja, das ist schon recht hübsch. Diese Titelfolie, die passt mir jetzt noch nicht recht, die ist ein bisschen gar schlicht. Deshalb wähle ich diesen Rahmen aus. Auch hier könnte ich jetzt die Schriftart, Farbe und so weiter noch anpassen, damit es ein bisschen schöner wirkt. Aber ich lösche das und ersetze es durch ein neues Element. Wie gesagt, indem ich auf das Plus-Symbol tippe und hier wieder aus meinen Bildern das entsprechende Bild auswähle.
nämlich das Logo des Zoos, das ich ein bisschen kleiner mache. Du siehst, ich ziehe da in den Ecken und das ich neu platziere. Ja, und jetzt wäre diese Präsentation schon so weit, dass ich sie mal abspielen könnte. Und das Abspielen ist denkbar einfach. Du tippst einfach auf diesen Play-Button und zugleich beginnt die Präsentation mit jedem Fingertipp oder Wisch wird die nächste Folie eingeblendet. Mit einem Wisch nach rechts kannst du auch wieder die vorhergehende Folie zurückholen, falls es mal zu schnell ging.